damit hallo und herzlich willkommen zum ersten Video mit Facecam. Ich lächle gerade, weil es sehr, sehr ungewohnt ist, mit Facecam einfach allgemein zu hantieren, sage ich jetzt mal. Die kamen jetzt eben gerade an, habe sie installiert und ich gucke gerade auch auf den zweiten Bildschirm, weil ich mich selber sehen will, weil das ist sehr, 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 sehr ungewohnt für mich. Und ich muss mich erst dran gewöhnen, also seid mir nicht böse, wenn ich mal dahin gucke. Denn das liegt einfach daran, weil ich mich so dran gewöhnt habe, ohne Facecam zu spielen und einfach mal so ein bisschen dahin zu gucken, ein bisschen einfach zu chillen, weißt du, aber jetzt kann ich es ja nicht mehr, jetzt werde ich hier aufgenommen, ey. Ich fühle mich ein bisschen komisch gerade hierbei, aber egal. Ihr müsst mal sagen, ob der Rahmen so passt, ob die Qualität von Dingens passt, ob alles so passt, ob ich die nach links verschieben soll, ob ich die nach links unten verschieben soll. Müsst ihr mir einfach mal sagen, weil ich würde einfach gerne mal wissen, euer Feedback dazu wissen. Einfach so. So, wir spielen jetzt einfach eine Runde GTA Cunning Stunts einfach nur so, weil ich jetzt einfach ein bisschen mit euch reden will. Und zwar hatte ich ja gestern Geburtstag. Also ja, doch, gestern ist ja heute für euch. Ja, ich hatte gestern Geburtstag, habe ein bisschen Geld bekommen, habe die Facecam jetzt von meiner Freundin bekommen. Dankeschön an dich, Schatzi. Und wie sage ich? Die ist richtig krass. Ich kann euch die bloß weiterempfehlen. Die ist super leicht zu installieren. Ach, das Steam-App, wo ich die erste Folge auf meinem Kanal hochgeladen habe. Nice. Und zwar kann ich die euch einfach empfehlen, weil die echt, echt genial ist. Die hat eine super, super krasse Qualität. Die passt sich an die Lichtverhältnisse an wie nichts. Und lässt sich super, super leicht auf dem Bildschirm befestigen. Und ich wundere mich gerade, warum ich Erster bin. Wundert euch nicht, warum ich jetzt so stur vor mich hinrede und irgendwie keine Meme verziehe oder so, aber gerade lächle. Denn das liegt einfach daran, weil ich mit Facecam noch nie irgendwie was aufgenommen habe oder ähnliches. Ich habe, wenn immer früher, vor schätzungsweise 6 Jahren, hatte ich meine kleine Facecam, die... Hallo! Danke. Ich komme hier noch durch, danke. Und da hatte ich meine Facecam, habe aber auch bloß mit Freunden oder so geskypt. Bitte durch da, danke. Und ja, ich sag mal so, das war wirklich so privat und so, aber wenn du das jetzt mal so anguckst, was das für ein Kaliber da oben ist, wo ich gerade reingeguckt habe, ist das recht abnormal, ne? Ist echt krass, was die Technik so mittlerweile hergibt, so. Ist ja jetzt so 1080p Kamera und die war auch gar nicht so ein Schnäppchen, aber ich sag jetzt schon, die hat sich gelohnt. Das ist auch die Facecam, die Revi benutzt, die Dena benutzt, die Paluten benutzt, nur so zur Info, dann wisst ihr schon mal, welche ich meine, wenn ihr wisst, welche Facecam die benutzen. Oder Webcam eher gesagt, ist ja keine Facecam direkt. Und ja, also ich bin super zufrieden damit. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert. Ich hoffe, der Rahmen passt so. Ich bin mir nicht so sicher, aber eigentlich müsste der so passen. Weil, ja. Ach ja, falls ihr euch fragt, hinten auf dem Schrank sind ein paar Dosen. Ja, ich sammel Dosen, deswegen sind das alles verschiedene. Nein, 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 das war ein Fehler. Oder? Nein! Komm rüber da! Rüber! Fuck it, Mann! Und ich sterbe auch noch. Ach. Nein! Ich will die Musik. Lol. Ich hatte eben auf ein anderes Radio umgeschaltet, die Musik ist geblieben. Okay, alles klar. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ich vielleicht irgendwie mal ein bisschen anders gucke. Und ich sterbe beim Aufprallen, ernsthaft. Weil ich labe einfach immer vor mich hin so, denke mir so, ja, dich sieht eh keiner, wenn du aufnimmst und so. Und jetzt ist es soweit. Mich sieht jeder hier, wenn ich das hochlade. Nicht sterben. Hä? Was ist denn das, Mann? Jetzt ohne Scheiße, Alter. Wieso fliegt der denn da runter? Mann. Und jetzt rege ich mich auch noch auf und ihr seht's, Mann. Das ist so komisch. Wehe, der fällt jetzt nochmal runter. Oh, danke. Gott sei Dank. Und ich hab's jetzt erstmal so eingestellt, dass man bloß diesen Teil sieht. Ich hab's jetzt ja, oh Gott, so hinbekommen, weil das sieht eigentlich am besten aus, finde ich jedenfalls. Und falls ihr euch wundert, warum ich die ganze Zeit so mache irgendwie, keine Ahnung. Das habe ich mir mit irgendwann mal angewöhnt. Ich hab's immer noch drauf. Ich bin einfach King, wisst ihr. Ach Mann. Ey, das ist richtig komisch. Ich frag mich bloß, wie die Facecam bei euch ankommt. Falls ich scheiße aussehe, ist es halt so. Müsst ihr akzeptieren. Falls ihr mein Aussehen nicht mögt. Ich hoffe, es gefällt trotzdem noch die Videos. Ja, ja. Und ich bin 6er und fall hier auch noch runter. Ich krieg's nicht gebacken. Ich bin irgendwie wirklich aufgeregt, das Video. Auf das Video, wenn ich das hochlade und so eure Reaktion zu sehen und so.
Weil das ist wirklich für mich eine neue Welt hier mit Facecam und so. Und das ist einfach komplett anders. Ich schaff's nicht mehr im Ziel, oder? Ich schaff's nicht mehr im Ziel. Bitte. Doch, ich schaff's. Schniel. Alter, es könnte sogar noch recht knapp werden. Bitte. Hallo. Okay, das wird nicht mehr knapp. 4 Sekunden hatte ich noch. Perfekt. Wir sehen uns gleich bei der nächsten Runde. Bis gleich. So, willkommen zurück zu der nächsten Runde. Ich bin durch den Wind. Ich denke mal, ich nehme den hier, der eignet sich am besten natürlich in Crewfarbe. Was auch sonst. Grüner Motorradanzug dazu passt. Classic Rally, was kann ich noch? Nee, Classic Rally lasse ich so. Fortfahren, bereit zum Spielen, perfekt. Und ich sag mal so, ich habe extra am Anfang bloß das Intro eingeblendet, nicht dass ihr so überrascht seid. Oh, direkt voll bombardiert mit Facecam, was, hä? Aber okay. Und ja, ich mache immer, wirklich immer, so eine Grimassen beim Reden so. Auch wenn Facecam jetzt aus wäre, ich würde es trotzdem machen. Das habe ich schon immer so gemacht. Das werde ich auch immer weiter so behalten. Aua, fast. Oh, ich liebe diesen Pfälzer da, ne? Der sieht so schön aus, der Wagen, Mann. Das sieht wirklich schön aus, also. Ist jetzt nicht gelogen? Nee. Ach Gott, ey. Genau, mich musst du wieder erwischen. Wehe mich. Mich fährt einer wieder in der Karre. Ich kann reden. Bitte schaff's rüber. Danke, knapp. Aber ich hab's geschafft. Wir haben's. Ihr müsst wissen, ich hab die Hand meistens nicht an der Maus, deswegen spiele ich meistens immer an einer Hand und ich benutze auch meistens bloß AD und Shift und STRG zum Lenken und Wheelie machen und sowas alles, nicht mit wie die Users oder Kev mit Numpad. Und ja, deswegen nicht wundern. Komm, wir kriegen jetzt noch das Podium hin. Kriegen wir noch hin. Ich liebe dieses Lied, ne? Das ist richtig, richtig chillig einfach nur. Ich verstehe, warum vorhin, wenn man das als Intro hat, verstehe ich voll und ganz. Hilfe! Drehen! Gott, ey. Ich denke mal, ich mache zu wenig Grimassen hier, aber okay. Ich will mich ja nicht ganz Maffen machen, ne? Ja. Ist so komisch, ey. Ich komme immer noch nicht drauf klar, ey. Ich wäre jetzt komplett abgeschmiert, wäre hier die Straße ganz normal geblieben, aber juckt nicht. Ja, hier habe ich doch vorhin wenn man abgeschossen gehabt, genau. Da hatte ich mich so beeiert gehabt. Wenn ihr mal mich lachen seht, wirklich richtig lachen irgendwie bei einer Aufnahme oder so. Dann werdet ihr sehen, wie ich lache, ey. Das ist der letzte Wahnsinn, ey. Das ist so bescheuert, ey. Wieso drücke ich S, Alter? Oh, weil ich muss gucken, ob es alles synchron ist, weil es alles mit OBS war aufgenommen, aber eigentlich müsste es ja synchron sein. Plus, ihr müsst wissen, OBS ist halt dafür berühmt, dass es bei den Röhren jetzt wie eben gerade die Facecam krisselig macht. Das sieht man zwar, glaube ich, nicht in der Aufnahme, aber es sieht man in der Dingens, sieht man in im Video so an sich. Okay, ich muss mir mal kurz die Nase kratzen, das juckt da, ja. Ach, Gott sei Dank. Jetzt kann ich ja endlich mal begründen, was ich mache, warum ich mir mal nichts sage und so. Jetzt seht ihr endlich mal, was ich mache und so, trinken und so. Wenn ich jetzt irgendwie mal im Livestream bin oder... Ihr habt dann eine Begründung, weil ich kenn's selber. Wenn ihr jetzt jemand irgendwie mal eine Facecam hat und wenn jemand keine Facecam hat und irgendwie so die ganze Zeit mal kurz nicht redet und sagt, auf einmal danach ertrinkt, denke ich mir auch so, oh, kann der endlich mal aufhören? Und wenn du so siehst, dass der, wenn der wirklich so siehst, dass er trinkt oder so, denke ich mir so, ja, ist okay, wirklich, ist okay. Finde ich mit Facecam 1000 was spannender an sich. Obwohl die Facecam zwar an sich nicht viel ausmacht, macht die wirklich an sich vom Gesamteindruck super, super viel aus. Neue schnellste Runde? Obwohl die so kacke war? Krieg nochmal hin. Ich bin Dritter, was? Hä? Da vorne fand ich ihn. War ich den Ersten? Okay. Kriege ich noch hin, Erster zu werden. Wie das aussieht. Challenge accepted, Mann. Challenge accepted, Freunde. Der Sonne. Ich habe außerdem in letzter Zeit wenig Videos gebracht. Das lag einerseits daran, weil ich auf meine Facecam gewartet habe, die jetzt da ist. Andererseits lag es daran, weil ich keine Lust hatte, weil ich einmal jetzt Randy MC Mod bin, also
Randy MC den Minecraft-Server, da bin ich Moderator und bann viele Leute. In den letzten 3 Tagen habe ich mittlerweile 400 Leute gebannt. Und dann kommt dazu, dass ich die letzten Tage, also jetzt nicht mehr, aber die letzten Tage habe ich richtig, richtig hardcore Dragon Quest Monsters Joker auf Nintendo DS Lite gesuchtet, was ich vor 6 Jahren oder so mir gekauft hatte und noch nie durchgespielt habe. Habe ich jetzt so gut wie durchgespielt, aber noch nicht ganz. Das heißt, ich habe da zwar den Endgegner an sich besiegt, muss aber auch noch so ein Pokal da, Solitärs Pokal, ist nochmal die gleiche Meisterschaft, die ich da schon mal gespielt habe. Und ja, ich gucke auf meine Tonspur gerade, wie ob ich übersteuere oder nicht. Gucke ich gerade drauf und damit. Den Pokal habe ich schon mal gespielt, dann wurde der umfunktioniert, weil da dunkle Materie sozusagen war und sozusagen der Prokurator, also falls jemand das Spiel spielen will, bitte abschalten, denn es kommt ein Spoiler, denn da ist der Prokurator, der Chef sozusagen der ganzen Meisterschaft oder der ganzen Stadt sozusagen, ist da zum dunklen Materie-Monster geworden, zu so einem Monster einfach so halt. Also so ein richtig Endboss halt. Und den haben wir dann besiegt. Und dann wurde da so eine kleine Dame zum Prokurator. Oder zur Prokuratorin. Weil die jedenfalls... Okay, er hat verfehlt. Ja, nice. Zweiter Mann. Erster kriegen wir auch noch hin. Weil die irgendwie da... Irgendwie die Tochter von irgendjemandem reichen war, glaube ich. Und von Madame Rom, glaube ich. Irgendwie, glaube ich, hieß sie noch. Und... wurde eine Prokuratorin und man musste halt zu verschiedensten Inseln hin, wie zum Beispiel Haluza, da ist so eine Monster-Arena. Die musstest du dann zum Beispiel, die musstest du zum Beispiel schaffen, da gab es verschiedenste Ränge sozusagen, da gibt es verschiedene Ränge von Monstern, bin wenigstens auf Podium, perfekt, zweiter. Und da musst du bis ganz, ganz oben schaffen, das ist aber super, super schwer und sowas alles und... Ja, das musste ich eigentlich noch machen, habe aber keine Lust drauf, weil es dauert wirklich, wenn der jetzt ungelogen, dauert es locker nochmal 100 Spielstunden. Na gut, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch gefällt die Facecam. Lasst mal einen Kommentar da, wie euch die Facecam gefällt, ob euch überhaupt die Facecam gefällt und ob eventuell ein anderer Rahmen drum muss, der nicht so auffällig ist wie der jetzt gerade da. Ja, also ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Bis dann. Tschüss.